Nummer 66, Vito Kurz. Die Nummer 69, Max Rentsch. Die Nummer 80, Felix Reinelt. Die Nummer 87, Dominik Müller. Und die Nummer 88, Devin Frenkel. Und wir begrüßen unsere Gäste aus Kessel. Ein herzliches Willkommen, Dirk Jönsson. Christian Hartung.
Yeah.
Analyse? Ja, erstes Spiel nach langer Pause. Wir waren 3,5 Frauen. Es war jetzt aus meiner Sicht relativ schlecht gestartet, sind dann ganz gut reingekommen und ja, hinten raus hat es dann leider auch nicht ganz gereicht. Vorname fürs nächste Spiel? Ja, nächste Woche Rückspiel in Dresden. Wir versuchen das Ding dort zu gewinnen. Ja, die Woche trainieren und dann wird es da schon lernen. Alles klar, danke. Ja, das erste Spiel nach knapp 3 Monaten Pause. Wieder gegen Jonsdorf. Ein sehr guter Gegner. Wir leider bloß mit 10+2 Leuten angereist. Wir haben 2/3 leider noch durch eine dumme Aktion noch selber dezimiert. Am Ende aber mit Kampfgeist und 9 Mann den Sieg über die Runden gebracht. Ja, kann schon Gratulation an mein Team sagen. Haben sie gut gemacht. Voraussicht fürs nächste Spiel? Ja, wir müssen mal schauen, wie sich die Corona-Situation. Mitte der Woche müssen noch 2 Spieler aus der Quarantäne rauskommen. Bei dem einen steht es noch nicht fest, wann er seine letzte Prüfung schreiben muss. Eventuell nächste Woche mit 3 Spielern mehr. Müssen wir jetzt abwarten, wie es wohl mit der Sperre läuft. Eventuell kann ich dann auch wieder mitwirken. Perfekt, danke. Ich möchte mich erstmal recht herzlich noch bei all den Fans bedanken, die heute den Weg in die Eishalle gefunden haben. Und wir hoffen natürlich, dass am nächsten Sonntag dass die Partie für uns ausläuft und wir werden uns wiedersehen. Dankeschön.